Apropos. Ach kommt. Ich möchte das Level jetzt noch hier machen. Dann wollen wir doch mal gucken, ob hier irgendwo ein Gegner ist, der mir mein neues Level geben möchte. Wer möchte derjenige sein? Ich habe ein ganz tolles Schwert. Das schönste Schwert ever. Da. Nö, wir müssen jetzt hier kein Feuer machen. 50. 50. Ah. Nein, reicht noch nicht. Blöd. Ist hier vielleicht einer neuer hingekommen? Hallo? Nein. Dann nehme ich halt die Fliegen, Bienen, whatever. Ach komm jetzt. Geht doch. Das kann er seltsamerweise. La 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 la. Oh, der Wolf und die Biene. Yay! Doch, Fliege. Level up. You just got level up. Level up oder whatever. Wo kommt ihr nicht her? Ich meine, ihr könnt doch auch nicht aus dem Gefängnis rein oder raus. Also woher kommen diese Wölfe? I want to know. Oh, da unten habe ich richtig gehört? Oh ja. I see you. I see you. I want you in my Sword. Ah. Hi there. Na 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 na. Haben die gerade gefletscht? Das war ja lustig. Das habe ich vorher nie gehört. Lol. Ist das eigentlich ein weiterer Gegner? Nein. Das war überhaupt nicht getroffen. Ah, oh, irgendwie will ich jetzt gar nicht. Zweihänder ist total doof. Ich habe doch eine tolle Waffe jetzt mit 95. Damit kann ich jetzt richtig fertig machen. I like. So, das war es dann auch wieder. Die Musik ist ein bisschen überdramatisch. Die Milch ist alle. Nö, 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 nö. Oh mein Gott. Was sollen wir bloß tun? Wir müssen wohl Saft trinken. Aber man geht irgendwie so lang und dann so. Wenn du nicht aufpasst, musst du. Wir müssen. Nein, ich muss einparken, aber ich wurde zugeparkt. Also immer irgendwelche Situationen, die überhaupt nicht schlimm sind, eigentlich. Weil eben die Gegner waren jetzt auch nicht so schlimm, ne? Ne. Angeber-Gate ist angeberisch. Hallo, ich habe die ersten 11 Stunden hier gelitten ohne Ende. Da darf ich jetzt auch mal springen und frohlocken. Und Gegner mit meinem riesengroßen, hübschen Schwert eine reinhauen. Hey ihr werdet alle verrückt. Alle werden sie verrückt. Das ganze Gefängnis dreht durch. Nach 20 Jahren. Hä? Das ist ja gar nicht Lester. Wo ist Lester? Guck mal, jetzt sind die da. Ich habe eben einfach nur scheinbar was falsch gemacht. Melvin hat schon die Haare gefärbt und sich tätowieren lassen. Tätowieren dauert doch eigentlich. Hallo Joru. Tschüss Joru. Ich gehe noch mal hinten lang. Ich will jetzt doch noch mal zum Händler. Einfach nur, bevor wir jetzt weitergehen in der Geschichte, möchte ich euch noch ein bisschen hinhalten, denn das macht Spaß. Nein, ich wollte einfach nur gucken, ob der Händler was Neues hat. War der da? Der war da hinten, glaube ich. Die beiden. Also erstmal hier und dann dort. Muss ich sowieso hin in die Richtung, also ist es auch egal. Hallo. Hallo Darien. Hallo Hey Darien. du. Hallo Darien. Hallo. Schau mir in die Augen. Gut. Scheiße. Oh, scheiße. So scheiße. So scheiße. Aber scheinbar, das Das finde wird ich immer nichts, so doof, richtig wie ersichtlich. dann das erste Kapitel voll lang ist und dann
der Rest immer kürzer wird. Ich will Hand. Was will. Oh, die möchte ich haben. Und. Oh, du hast. Oh, 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 guck mal, wie er da unten gute Zauber hat. Windfaust. Cool. Die will ich haben, aber nur einen. Das brauche ich gar nicht. Varan. Nein, Varan verwandeln. Toll, ja. Das will ich. Ein Lurker verwandeln. Was bringt das? Ein Crawler verwandeln. Why? Telekinese brauche ich unbedingt. Nochmal Sturm. Man darf auch nicht alles glauben, was man will. Das passiert mir nicht nochmal. Ich glaube kaum, dass ich daran was. Hä? Windfaust? Lass mal abwarten. Das wird nicht so. Sturmfaust. Sturmfaust ist viel besser. Die Windfaust kann nicht mal. Freundlich stimmen. Brauche ich. Ich will die Leute um mich herum freundlich stimmen. Fortunus Keule. Ja, wenn du meinst. Ich kann dir deine Keule abkaufen. Warum? Warum willst du die nicht mehr haben? Aber, ich kann jetzt die Faust weg. 450 willst du haben. Na, 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 das ist aber hier gierig von dir. Da muss ich dir wohl ein paar Sachen geben. Ich habe hier eben gerade hiervon ein paar. Früher wäre das ganz anders. Das kannst du alle haben. Das ist ja, oh mein Gott, das ist ja gar nichts. Ah, weißt du was, du kannst die meisten Sachen davon haben. Oh mein Gott, rostiges Bastardschwert. Aber hier, guck mal. Oh, Kruschnuck. Kann schon sein. Und der Rest mal wieder. In Pfeilen. Ich habe so viel Geld und so viel Zeug. Ich brauche das alles gar nicht. Ich könnte das alles abkaufen, aber ich will das alles gar nicht. Ich will mich nicht verwandeln in irgendwas. Warum? Who cares? Und ich vermisse ein bisschen mein altes Lager. Und ich vermisse ein bisschen, weiß ich nicht, das Finden von Sachen. Das mache ich auch immer am Anfang, Idiot. Oh, er versucht. Oh, nee, er ist immer noch ohnmächtig. Der Arme. Ups, das war, glaube ich, nicht da gut zu speichern. Das habe ich eben gespeichert. Ich wollte neu speichern. Egal. Hallo. Hey, du. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Ich war am Orkfriedhof. Dort gibt's nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Sie sind alle tot. Tot? Kann schon sein. Aber warum? Nein. Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Balukor und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Balukor völlig durch. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten. Und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Ich glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Aber es darf nicht. Darf nicht. Oh, er ist Zweifel. Egal. Die Hauptsache ist, dass Balukor in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Ich habe ihn nicht umgebracht. Er läuft da immer noch rum. Er stirbt da jetzt wohl drin, weil er hat keine Energie mehr und darf nicht einen Schritt fallen. Aber ich habe ihn nicht umgebracht. Kann schon sein. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Soll ich ihn ins Bett tragen? Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. 5 von der stärksten Sorte sollten genügen. Wenn du die Heilkräuter hast, geh zu Kane. Er wird dir einen Heiltrank daran brauen können. Oh, danke, Mod. Umständlichkeit. Ich gebe nicht direkt ihm. Bitte beeile dich. So, ich muss zu Kane gehen. Hey du. Wo ist nochmal Kane? Ach Mod, warum? Ah! Bin ich voll auf meinen Rückenarsch gefallen, Schwert. Dingens. Ach, wo ist denn Kane? Oh. Das ist auf jeden Fall. Warte, war ich da nicht gerade? War das nicht Kane? Ach, hoffentlich kriege ich extra Erfahrung dafür. Weil mir ist aufgefallen, bei der Lösung vorhin, als ich gelesen habe, was ich machen sollte, stand daneben so immer, was, wie viel man Erfahrung bekommt. Da stand viel mehr, als ich hier bekommen habe. Just saying. Nee, du bist Fortuno. Stimmt ja, deine Keule. Ich will deine Keule aber nicht haben. Kane. Weißt du, wo Kane ist? Nö, nee, rede einfach nicht mit mir. Ah, die heißen alle Baal de Pur. War er? Nee, er war Innuendo oder so.
Darien. Ach. Oh Mann, wir waren noch mal kein. Oh. Na, hi Dusty. Hey du. Schön am Rauchen. Das ist ja schön. Ich bin einer von meinem alten Lager jetzt. Ist das nicht seltsam? Tschüss. Are you Kane? Hey du. Nee. Hey du. Warte mal. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Du bist zurück im Lager. Ach, der Mann aus der Mine. Ja, wir sind wieder ins Lager zurückgekehrt. Hä? Nachdem du die Eier ins Lager gebracht hast, bin ich zusammen mit Gordana Kosch und Gorna Witt zurückgekehrt. Oh, okay. Das wusste ich natürlich, dass du das bist. Ich habe wieder meinen alten Posten übernommen, den ich hatte, bevor ich in die Mine geschickt wurde. Mine? In die Mine geschickt wurde. Oh. Seltsam zusammenhängen. Trotz allem, was passiert ist, hält die Bruderschaft weiterhin zusammen. Verlass dich auf jemanden und du bist wieder alles da. Hey du! Hey du! Das war ja. Achso, das war's. Okay, das ist doch schön. Wo ist der Typ? Du bist nur ein Templer. Okay, scheinbar ist es nicht Kane. Bist du Kane? Wer ist Kane? Hallo, Tondral. Nee, ihr wollt gar nicht mit mir reden, ne? Verstehe ich. So, ich müsste jetzt einfach mal nachgucken. Vielleicht muss ich auf der Karte nachgucken. Ich halte mich da lieber raus. Hallo. Who the fuck is Kane? Nee, wirklich, Kane? Vielleicht nicht mit dem Alchemisten? Macht das nicht viel mehr Sinn? Heißt der mit Vornamen Kane? Yoru. Oh, der hat keinen Bal. I'm fucking confused. Dann gehe ich halt zu dem Alchemisten. Erstmal hier oben. Hier ist ja noch einer. Der könnte Kane heißen. Heißt du Kane? Bal-Orun. Hallo Bal-Orun. Ne, ich will Suppe nicht lernen. Tschüss. Steige euch mal wieder aufs Dach. Einfach nur, weil ich dann schneller oben bin. So. Hallo. Hey du. Kannst du mir jetzt was beibringen, weil ich so toll zu euch stehe? Scheinbar nicht. Dankeschön nochmal. Hier ist auch kein Kane. Einer von euch, Kane. Nein. Jemand, der mir ein was brauen kann. Ah, hieß er nicht Kapmanjaro oder so hier, der Typ. Wartet. Kalom. Achso, Kane war der Helfer von Kalom. Of course. Ah, ich bin so dumm. Ja, natürlich, ich mochte dich doch sogar. Ja, hallo Kane. Ah. Ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Die Bären liegt im Sterben und benötigt einen Keiltrank, damit wir ihn retten können. Ich habe diese Heilkräuter gesammelt, damit du ihn daraus einen Heiltrank brauen kannst. Auch keine Erfahrung gibt diese Quest, also dieses Extra. Gut, warte einen Moment. Hier ist der Trank, beeil dich besser. Wow, du hast ja gar nichts gemacht. Kannst du mich Alchemie beibringen? Nur wenn du zu uns gehörst. Ach Mann, mach doch. Mann, wir sind doch Best Buds. Kannst nicht mal so eine Ausnahme machen? Ah. Okay, was soll's. So. Ich muss hier runter. Das war total dumm. Das gab nicht mal extra Sachen. Ach Mod, was sollte das? Unnötiges Laufen ist unnötig. Nee, wirklich. Wenn es sinnig ist, es macht Sinn. Aber man könnte auch einfach Uberion die 5 Heilkräuter
Wer weiß, was er im Original gemacht hat. Vielleicht hat er Yubari mit den 5 Heilkräutern, also einzeln eingerieben, also mit jedem Blatt, überall. Vielleicht ist es ja so, vielleicht muss das nicht zu sich genommen werden. Schon mal darüber nachgedacht. Hey du. Unnötig rumgelaufen, einmal im Ganzen. Oh mein Gott, dein Auge. Ich habe einen Heiltrank für Yubarion. 200 Erfahrung. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Yubarion ist. Wahrscheinlich hast du recht. Das Ende der Schläfer, ich sah ihn. Das ging schnell. Wer du bist, ist gut. Hör mir zu. Du darfst den Schläfer nicht wecken. Die Wassermagier. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. Was ist mit den Wassermagiern? Du musst zu den Wassermagiern gehen. Sie werden es schaffen, hier rauszukommen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Das neue Lager hatte recht. Der Schläfer, ich sah ihn. Er ist ein Dämon. What a twist. Wenn du die Barrieren noch immer vernichten willst, geh zum neuen Lager. Berichte ihn vom Fokus. Sag ihnen, dass der Anführer der Sumpflagers jetzt genau andersrum ist. Sag ihnen, dass wir herausgefunden haben, wie sich Foki aufladen lassen. Sie sollen die Barriere vernichten. Ihr müsst. Der Schläfer muss befreit werden und die Barriere auch. Das Böse, aua, darf nicht erwachen. In der Geschichte muss wohl was dran sein. Krieg jetzt Müll? Ist tot. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Nachdem er all selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was hätte er in seinem Bett machen können? Was jetzt, Koangar? Ich habe Yubarion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. What the fuck? Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Okay. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Wieso hast du den Schlüssel? Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Danke. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Cool. Ich danke dir. Kann ich da mal vorbei? Yo. Kann ich da mal Ja. Ich möchte Yubarion ausnehmen. Ich kann ihn nicht, er ist doch tot. Guck mal, er ist nicht gar nicht tot. Guck, er hat noch. Gut, Leute, der Reihe nach. Ich mache hier oben mal einfach, was soll's. Das ist ein bisschen seltsam. Der Anführer sagt jetzt, oh, es war alles scheiße, es war alles dumm. Das heißt, alle Schläfer lagen falsch. Ich meine, gut, wenn sie alle dazustehen, aber es ist ein bisschen auch seltsam. Damit haben wir das erledigt. Dann ist es sehr seltsam. Warum sollte Erz in die Luft sprengen, eine Barriere zerstören? Okay, was soll's? Vielleicht, weil die gesagt haben, dass das Erz gegen Magie und Waffen angeht oder so. Keine Ahnung. Warum kann ich als Supermensch nicht einfach lernen, aus Erz eine Waffe zu machen? So, naja, auf jeden Fall, der Schläfer ist ein Dämon. Uiuiuiui. Und er steht dazu und Yubarion, warum haben sie ihn nicht ins Bett gebracht und eine Szene da gemacht? Wirklich, die haben ihn hier liegen lassen. Seid ihr bescheuert? Und jetzt werde ich einfach mal ganz kurz gucken. Oh. Niemand verlässt sich ungestraft an meinen Jungs. Ich bin nur die letzte Hoffnung. Tötet mich. Und wenn ich eure Jungs vergewaltigen würde, lasst mich, ich bin eure einzige Chance noch, irgendwas hinzubekommen. Niemand vergreift sich ungestraft an mein... Yubarion ist tot, Leute. Lasst mich doch mit dem Kappa machen, was ich will. War nicht besonders schlau. Tschüss, Yubarion. Schlafe ein, schlafe fein, der Sandmann kommt rein. Keine Sorge, er ist nicht groß. Warte. Aber er kann lang. Achso, egal. So. Wir schlafen gleich erstmal bei Kalom, würde ich mal sagen, weil wir auch nicht mehr so viel Magie haben. Richtig.
Und jo, wir haben einen Schlüssel. Das ist jetzt mein Alchemielabor. Die anderen Leute sitzen da immer noch. Das ist denen vollkommen egal, dass ihr Anführer gestorben ist und scheinbar ihr Gott ein Dämon ist, der sie alle töten möchte. Nee, ist in Ordnung. Naja, ist ein bisschen wie bei den Amis. Die tun trotzdem so, als ob das normal wäre. Hallo, Kaloms Leibwächter. Warum bist du nicht mit ihm gegangen, wenn du so loyal bist? Ha. Apropos loyal. Kannst du mir jetzt bitte was beibringen? Komm mal her. Weil du bist ja auch so gesehen jetzt frei, oder? I hate you. Ich habe die doch beide schon aus... geöffnet. Aber okay. Da haben wir den Fokus und den Almanach. Hatte ich schon beides vorher einmal, also es ist egal. Stampfen möchte ich jetzt nicht. Ich möchte eigentlich schlafen. Wo schläft denn Kalom? Kalom schläft nicht. Kalom ist Kalom. Klingelingeling, klingelingeling, du bist Kalom, Kalom. Wie spät haben wir es überhaupt? 13.39 Uhr, verdammt. Naja, ich denke mal nicht, dass schwere Gegner mir entgegenkommen. Also könnte ich auch im neuen Lager schlafen. Ist in Ordnung. Mache ich das halt so. Ist in Ordnung. So. So, damit ist die Geschichte jetzt so ziemlich schnell eskaliert, würde ich mal sagen. Das erste Mal, dass wir einen Schläfer angerufen haben und das ist, er verrät sofort, dass er ein Dämon ist. Bevor er zeigt er noch ein Ork. Keine Ahnung, weil der war es ja seine Mutter oder so, sein Bruder. Können wir mit Lester irgendwie sprechen? Ich meine. Hallo Lester. Nö, du dem nicht... Ziel entgegen. Dem Ziel entgegen? Das ist neu. Okay, gehen wir dem Ziel entgegen. Gut, tschüss Templer. Ich blute noch ein bisschen. Ist egal. So. Ich denke mal, ich gehe vorher... Ich muss jetzt zum neuen Lager und den Weißwassermagiern sagen, dass... wichtig und so. Hey du, 50 Erfahrung? Nehme ich gern. Thanks. Voll ekelhaft irgendwie. Voll perverse Sau. Ich bin... finde ich nicht gut irgendwie. Was sind 50 Erfahrungen? Die könnten mir später helfen, weil ich brauche noch... Eieieiei. 11.000? Ach Leute, soll ich wirklich zwei Händer machen? Auf 100%, also meistern? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde gleich Magier. Ich weiß, ich will nie Magie machen. Aber... Also ich werde nie doll Magie machen, aber ich will es einfach sein. Ich finde das cool. Darum geht es ein bisschen. Es geht ja auch ein bisschen ums Prinzip. Wollte ich noch irgendwas... Nein, bekommen, jetzt konnte ich auch nichts machen. Nö, keine Ahnung. Das heißt, das nächste ist wirklich die Geschichte machen, weil die Quests... Vielleicht hätten sie einfach machen sollen, dass man nicht alle Quests gleich am Anfang machen kann. Ich weiß, eigentlich soll es ja frei darstellen und so, dass man frei ist. Aber... Just saying. Ist auch so ein bisschen doof gemacht. Nee. Ich muss also so dann die Foki abgeben. Foki. Keine Gegner? Hallo, ich brauche Erfahrung. Oh. Da muss ich dann wohl... Nee, ich weiß gar nicht mehr, wo hab ich denn noch... Ah, doch, natürlich, die Orks habe ich ja auch noch. Das sind... Das waren 10 Orks oder so, ne? Nee, weiß ich nicht. Auf jeden Fall... Das sind aber nur 2000 Erfahrungen oder so. Kommt drauf an, wie stark sie waren. Also... Auch nicht so dolle.
Dann gehe ich den Weg lang. Wie viel Blut hast du eigentlich, Alter? Sag mal. Sag mir mal, was wäre denn das? Ich glaube, dass ich mich verlaufen hat. Ich gehe einfach mal entlang und hoffe darauf, dass ich ankomme. Denn ich könnte auf die Karte gucken, doch dafür bin ich zu sehr... Oh, ja, 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 ja. Moin. 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 80 oder 60? Woher kommt ihr? Ihr müsst ja irgendwie aus einer Höhle gekrochen kommen oder kam, gekommen. Nee, 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 nee. Nee, das war nicht so cool. Du kommst nicht ins Recall. Geh weg. Der ist besser. Dieser Wald ist so unnötig. Ich meine, es ist schön, Wälder und so. Warum ruckelt das? Es ist ein fucking Wald. Warum kommt diese Musik? Oh nein. Bäume. Ich habe solche Angst. Bäume machen Papier und an Papier kann man sich schneiden. Daher sind Bäume böse, müssen alle abgefackelt werden. Aber aus Bäumen macht man auch andere nützliche Sachen, wie zum Beispiel Ikea-Regale oder Klopapier. Oh, da, so habe ich das nie gesehen. Na okay, dann macht ab sofort ganz viele Ikea-Regale mit ganz viel Klopapier drin. Ah, sie sind so clever. So clever, so clever. Nee, 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 nee. Das Beste ist, wäre ich nicht so stark gewesen, wäre das im Orkfriedhof total nervtötend. War auch so nervtötend, aber der hat ja gar nicht geholfen, der Arsch. Super Spiel, super.